Hallo ihr Lieben, ich grüße euch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute das Thema, der Glaube wächst. Folgendes lesen wir in 2. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 3. Liebe Brüder, wir hören nicht auf, Gott für euch zu danken, wie es sich ja auch gehört, dass euer Glaube nämlich, oder weil euer Glaube immer stärker wird und eure Liebe zueinander immer inniger, immer mehr wächst. Da sind zwei Punkte genannt, warum Paulus, ich hatte es gestern schon erwähnt, warum Paulus so dankbar ist und warum er nicht aufhört, Gott Danke zu sagen. Der erste Punkt, den schauen wir uns heute an, weil euer Glaube immer mehr wächst. Es gehört sich ja so, dafür Danke zu sagen, euer Glaube wächst. Und hier wird etwas Wunderbares deutlich, nämlich, wenn wir Kinder Gottes werden, wenn wir also Jesus in unser Leben aufnehmen, wenn wir ihn in Nachfolge leben und in Hingabe zu ihm leben, da soll ein Kennzeichen unter anderem sein, dass unser Glaube wächst, dass unser Glaube zunimmt. Die Bibel sagt, jedem von uns ist ein Maß des Glaubens gegeben, aber ich glaube und bin davon überzeugt, dass unser Glaube nicht nur irgendwie, naja, da ist halt so das Maß und dann ist halt Schluss. Nein, ich glaube und bin davon überzeugt, dass unser Glaube, unser Vertrauen, unsere Hoffnung, unsere Zuversicht in Gott wachsen soll in unserem Leben. Dass es nicht weniger wird, dass es auch nicht gleichbleibend ist, sondern dass es zunimmt, dass es stärker wird, dass ich sagen kann, ich bin noch mehr überzeugt von der Wahrheit, dass Gott lebt, dass er da ist, dass er bei mir ist, dass ich ihn erlebe, dass mein Leben davon spricht, dass ich in dieser Zuversicht stärker bin, in der Liebe zu ihm, in der Freude in ihm und das auch über die Umstände und Herausforderungen hinaus. Denn es gibt ja auch in jedem Leben Herausforderungen und Nöte und Dinge, die wir nicht verstehen und Situationen, die uns in Zweifel ziehen. Paulus aber stellt fest, als er an die Gemeinde denkt in Thessalonich, ich danke Gott, weil ich sehe und höre und wahrnehme, euer Glaube, er wächst immer mehr. Nun, woran hat er das festgemacht? Sicherlich zum einen mal, dass sie beständig geblieben sind, in der Gemeinde, im Wort, in der Verkündigung, dass sie da dran geblieben sind. Es gibt viele Leute durchaus bis in unsere Tage, so wie es Jesus sagt, der Seemann sieht aus und da gehen Dinge schnell auf. Leute sind begeistert, wunderbar, aber dann kommen die Sorgen des Lebens, dann kommen die Dinge, die herausfordern, Sonne und Steine und wo es auch hinfällt. Und dann verdorrt es wieder und geht ein. Wie schade. Schnell aufgegangen, aber es hat keine Kraft gehabt. Der Glaube ist dahin gewesen. Nun, die Bibel zeigt dann, dass es aber diesen guten Boden gibt und da wächst es und da gedeiht es und bringt viel Frucht. Und Paulus konnte offenbar sehen, dass sie hier beständig geblieben sind. Aber nicht nur das, sondern es gab auch natürlich Irrlehren, die Bibel berichtet davon, dass es da verschiedene Strömungen gab und da sind sie beständig geblieben, im Glauben gewachsen, nämlich sich auch Dingen zu stellen, Dinge zu benennen, auch zu entlarven, zu sagen, das ist nicht korrekt, das ist nicht, was die Bibel sagt. Da gab es gesellschaftliche Strömungen und auch da, die Gemeinde blieb dran, sie blieb im Glauben stark. Nein, wir wollen uns da nicht beeinflussen lassen, sondern wir wollen an der Wahrheit bleiben. Und natürlich gab es Verfolgung und da war ein Preis zu zahlen des Glaubens. Und auch hier stellt Paulus fest, wow, die Gemeinde bleibt standhaft, selbst dann, wenn es etwas kostet. Auch das ist ja nicht so einfach, das ist vielleicht schnell gesagt, aber hier wird festgestellt, euer Glaube, euer Vertrauen in Gott, es wächst, es wird mehr. Und das ist etwas, was generell jedem Kind Gottes letztendlich zusteht, nämlich, dass durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes etwas in uns wachsen soll, dass wir zu Männern und Frauen Gottes werden oder auch zu wirklich älteren Personen im Glauben, die schon länger im Glauben sind, hat ja noch nicht mal so viel zu tun, wie alt wir sind, aber sicherlich in gewisser Weise etwas, dass wir Erfahrung haben im Glauben und dass wir andere anleiten können, dass wir stark sind im Glauben, denn die Bibel sagt, wer da stark ist, der soll den Schwachen tragen. Und hier ist eine wunderbare Verheißung, nämlich, dass Gott auch darin dann sichtbar wird in unserem Leben und wir einander tragen, ermutigen und stärken können, wenn mein Glaube stark ist, wenn ich in meinem Vertrauen, in meiner Zuversicht Gottes stark bin, dann darf ich gern
Schauen, wo ist denn jemand in der Gemeinde, der vielleicht herausgefordert ist, schwach ist? Ich darf dann im Gebet ihn ermutigen, stärken, mit ihm anhaltend beten und gleichzeitig auch ihn ermutigen mit dem Wort, mit tatkräftigen Dingen, die Gott uns zeigt, weil wir stark im Glauben sind. Und ich glaube, jeder von uns, und bin davon überzeugt, jeder von uns hat das schon mal erlebt, wie gut es ist, wenn Brüder und Schwestern neben uns sind, gerade dann, wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir herausgefordert sind, die uns stützen, die uns tragen im Gebet. Paulus sagt, ich bin Gott dankbar. Alle Zeit, wenn ich an euch denke, dann freut es mich, was ich von euch höre, denn euer Glaube ist gewachsen. Nun, und wenn er nicht gewachsen ist, dann dürfen wir ganz neu uns hingeben und sagen, Gott, wirke du in mir, ich will in dein Wort schauen, lass mein Glauben wieder neu und stark werden, frisch, damit ich stark werde und wachse in meinem Glauben. Gott segne euch, wir sehen uns morgen gerne wieder.